Ahoi, ahoi, liebe Trainergemeinde, hier ist wieder Christian Schlegel, es ist Freitagabend und hier kommt gleich der DAX-Clip. Aber bevor ich das mache, habe ich folgende Geschichte hier. Und zwar dieser kleine Clip, also der DAX-Clip jetzt, der wird ja nicht nur auf YouTube gezeigt, sondern auch auf meiner Homepage, diversen Facebook-Kanälen, Börse Frankfurt, deinvesting.com, finanzen.net, Nariva. Insgesamt wird der so um die 5500 Mal Klick pro Woche. Erstmal thanks for that. Jetzt habe ich diverse Mails bekommen in den letzten Wochen mit der Bitte, die Erscheinung doch per Mail oder Newsletter anzuzeigen, denn ich schaffe es nicht immer, den am Freitag einzustellen. Das hätte aber auch den Vorteil, dass Sie wüssten, wann ich etwas über einen Einzelwert, den Dow, den MDAX, das Gold oder was auch immer publiziere. Denn diese Clips stehen dann nicht immer auf den genannten Seiten. Sie würden dann hier sehen, hier sind zum Beispiel diese sogenannten Playlist-Kategorien, hier ist dieser ganz edukative Kram drin, Einzelaktienanalysen, Index Deutschland, Index Amerika. Und das sieht man nicht immer auf den eben angesprochenen Seiten. Ich würde das angehen, das Thema. Das ist nicht so einfach. Dazu braucht man einen Anwalt, eine Datenbank, Stichwort DSGVO, Schüttel. Aber wenn ich das mache, dann wäre das nicht nur ein Link zum Film, nach dem Motto, ich habe gerade eben den und den Film publiziert, sondern ich würde auch Neuigkeiten publizieren, die meine Partner, mit denen ich arbeite, machen. Oder zum Beispiel, wann gibt es wieder ein Webinar? Jetzt am Montag gibt es eins zu der Börse Frankfurt, wir nennen das Wunschkonzert, da können Sie sich Aktien wünschen und ich analysiere die dann. Das ist kostenfrei, das ist am Montagabend um 18 Uhr, solche Geschichten. Aber bevor ich das wirklich angehe, weil das ist nämlich ziemlich zeitaufwendig und auch nicht gerade günstig, dann brauche ich wenigstens mal so 100 Ausrufe wie, okay, ja, mach doch, bin dabei, irgendwie sowas auf YouTube, auf Facebook, per Mail, wo auch immer, weil sonst mache ich das nicht. Dafür ist es echt zu viel Arbeit. So, und jetzt gehen wir zum DAX. So, und hier ist nun der DAX. Es ist Freitagabend, 17.53 Uhr, wenn ich beginne, den Film aufzunehmen. Also, festzuhalten ist, wir haben diesen Trendkanal definitiv gebrochen. Wir haben auch die 11.850, am Wochenende kommt ein Interview von mir auf NTV, da können Sie das auch nochmal hören, haben wir auch gebrochen per Schlusskurs. Das heißt, der war hier siebenmal dran und dann ist er durch, heute hier am Freitag. Wir haben hier die 200-Tage-Linie 11.604. Das ist eigentlich so dass die erste Idee gewesen, 11.604, dass wir da mal draufsetzen. Das ist auch ein Retracement-Level, 11.613, verbindet sich mit der 200-Tage-Linie. Die nächste Idee ist eben hier so der Bereich 11.300, das hatte ich schon seit ein paar Wochen mal gesagt. Den finde ich hochinteressant, würde sich verbinden hier mit dem Chart. Das ist die nächste Idee. Technisch immer noch negativ über den MACD, immer noch negativ über die Stochastik. Gleitende Durchschnitte negativ, wir schließen unterhalb des Bandes. Das hier ist tatsächlich so eine Art Hammer. Er hat einen kleinen Docht, aber es ist eine Art Hammer. Ideal. Also wirklich meiner Meinung nach ideal wäre es, wenn er nochmal hochlaufen würde, hier in diesem Bereich 12.030. Da ist nicht nur das Gap, was wir hier haben, den Schlusskurs vom, was ist denn das, Dienstag, da wäre auch die 20-Tage-Linie. Das wäre sehr cool. Dann würde er hier die ganzen Gaps ausräumen. Das wäre sehr schön. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, was über das Wochenende passiert, wo es wieder irgendwelche Trumps gibt. Frau Merkel hat Herr Trump offensichtlich den Federhandschuh mal hingeworfen. Mal gucken, ob da nicht noch irgendwie eine beleidigte Reaktion eines alten Manns kommt. Weiß man nie so genau. Aber tatsächlich, bisher verhält er sich mustertypisch. Wir haben jetzt definitiv einen Downtrend. Ja, dieser ganze Aufwärtstrend ist nicht nur über den Kanalbruch ad acta gelegt, sondern auch über diese Tauschzählung. Ich mag den Markt nicht, dennoch will ich Ihnen jetzt hier eine Option mal hinhalten. Wenn Sie der Meinung sind, wir machen das nochmal, wir gehen hier diese, na, was ist das, rund 300 Punkte hoch, würde sich ein Schein anbieten, der hier drunter liegt. Ich würde den nicht zu nah an der 200-Tage-Linie nehmen. Ich habe jetzt den hier gefunden, 11.283. Der liegt also hier noch drunter, unter diesem Punkt. Das ist von Goldman die GA2LCW. GA2LCW. Kommen wir mal zu einem Put. Ich bin der Meinung, ich kann das hier unter das hinter das letzte Mini-Verlaufshoch legen. Da sind wir nämlich hier bei 11.130 und dann hätte ich, Entschuldigung, 12.130, dann hätte ich den hier. 12.185, das ist ein 26er Hebel, völlig in Ordnung. Das ist von Goldman die GA6GYG. GA6GYG, das wäre dieser Put.
Für mich ist der angeschossene Markt, ich mag ihn nicht, ich muss mit irgendwelchen Korrekturen rechnen. Aber wissen Sie was, jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Woche. Nicht, dass wir die vergessen. Das ist immer noch alles hier im negativen Bereich da. Das einzig Positive, was ich auf Wochensicht dem Markt abgewinnen kann, ist die Tatsache, dass wir auf der 20-Wochen-Linie heute aufgesetzt haben. Das ist so wirklich mit das Einzige, was mir jetzt auf den ersten Blick hier einfällt. Ansonsten alle technischen Indikatoren sind tendenziell eher negativ. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.